Es war das Patentrezept im Musikgeschäft der 90er Jahre. Man nehme einige Jünglinge, für jeden Mädchentyp einen, lässt sie synchron tanzen und singen und fertig ist die Boyband. New Kids on the Block. Take That. Die Backstreet Boys. Und dann kamen sie und gaben den Mädchen noch was anderes. Girl Power. Die Spice Girls. Laut, frech und furchtlos. Zu fünft sind sie schon lange nicht mehr unterwegs. Aber die musikalischste von ihnen, Melanie C, singt noch immer. Morgen tritt sie in der Schweiz auf. Urs Gredig hat mit ihr über ihr neues Soloalbum und die alten, verrückten Zeiten gesprochen. Dear Life. Die neue Single von Melanie Chisholm, kurz Melanie C. Eine Ode an das Leben. Ein Leben, das es gut gemeint hat mit der 43-jährigen Engländerin. Seit zwei Jahrzehnten ist Melanie C. mittlerweile im Musikgeschäft. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 30 Millionen Franken kann sie sich auch mal eine Auszeit leisten. Nun aber gibt sie wieder Gas. Mit dem ersten Soloalbum seit 6 Jahren. Als reife Frau, wie sie sagt. Ja, ich bin schon gereift, auch wenn ich mich nicht immer so benehme. Aber mit dem Leben verändert sich auch die Perspektive auf gewisse Sachen. Ich habe das Gefühl, für mich beginnt jetzt ein neues Kapitel, ein neuer Anfang. Rückblende zum alten Anfang, zu Mel C. 1997. Als Boaty Spice ist sie damals Teil einer kleineren Musikrevolution. Die Spice Girls erobern weltweit die Charts. Mit Hits wie Wannabe, knallbunten Outfits und frech forschem Auftreten. Das Quintett kennt keine Regeln, setzt sich über so manche Etikette hinweg. Der Begriff Girl Power prägt eine ganze Generation von weiblichen Teenagern. Mit Folgen bis heute ist Melanie C. überzeugt. Wir haben sicher den Weg für andere geebnet. Wir haben damals Girl Power propagiert, weil wir uns ständig mit Sexismus in der Musikindustrie konfrontiert sahen. Das war unsere Reaktion darauf. Und jetzt gibt es eine ganze Generation von Frauen, welche mit diesem Bewusstsein aufgewachsen sind und Unglaubliches erreichen, trotz aller Hindernisse. Die größte Girlband aller Zeiten. Das Etikett klebt gnadenlos an den Mitgliedern der Spice Girls seit deren Auflösung 2001. Wie ist es, wenn Bühnen und Kameras plötzlich kleiner werden? Wird der Nimbus dann zum Fluch? Oder anders gefragt, gibt es ein Leben nach solch einem Riesenerfolg? Ja klar, das Leben geht weiter, auch wenn es nicht immer einfach war. Wenn man einen solchen Erfolg hat, wie wir mit den Spice Girls, lebt man in einer verrückten Welt, wie in einer Blase. Und wenn das plötzlich vorbei ist, fühlt man sich schon etwas verloren. Man fragt sich, wer bin ich eigentlich? Man muss sich überlegen, was man jetzt tun will. Und sich gleichzeitig eingestehen, ich werde niemals mehr so erfolgreich sein. 2008 waren die Spice Girls zuletzt auf einer Reunion-Tournee. Comeback-Gerüchte gibt es immer wieder, doch für Melanie C. ist klar, sie ist derzeit lieber solo. Eine Reunion kommt für mich nicht in Frage. Ich brauche jetzt einfach Zeit für mich. Und das zahlt sich aus. Das neue Album erntet gute Kritiken. Und ist in ihrer Heimat Großbritannien bereits jetzt Melanie C.'s erfolgreichstes seit über 10 Jahren. Aus dem Spice Girl ist eine zufriedene Spice Woman geworden. Das war's von uns.